Willkommen zurück zu Gothic. Wie ihr seht, habe ich mir erlaubt, den Weg ein bisschen abzukürzen hier zum Schläfertempel. Denn, naja, es ist einfach nichts passiert zwischendurch. Und das wäre ziemlich langweilig, hier zuzuschauen. So, ich habe, soweit ich weiß, alle Quests erledigt in dem Spiel. Ich habe die beste Waffe offiziell. Ich habe die beste Rüstung. Und damit bin ich hoffentlich bereit für das Ende. Mit dem Bogen versuche ich gerade, entfernte Gegner in der Dunkelheit zu sehen, zu erkennen. Hier nicht irgendwie wieder überrascht werde und vielleicht aus Versehen in Panik in den Abgrund springe. Habe ich ja noch nie gemacht, sowas, ne? Oh, da ist auch schon der erste Gegner. Die ersten Gegner. Och nö. Och nö. Ah, jetzt. Sag mal, warum mache ich hier keinen Schaden? Okay, dem Ork. Immerhin ein bisschen. Jetzt komm halt her. Ah. Sehr schön. Geht doch. So, hast du irgendwas dabei? Nicht mal irgendwas dabei. Du hast ja noch nicht mal Erz dabei. würden jetzt die NPCs über mich sagen, wenn sie mich ausrauben wollten. Aber gut, das mit den Tränken, das spare ich uns jetzt mal, einfach weil es, wie gesagt, es neigt sich dem Ende zu. Ich überlege auch gerade, ob ich wirklich alle Gegner töten soll. Das wird sich nicht lohnen, weil ich eh nicht leveln kann. Ich werde mich hier für einen der Wege entscheiden. Vermutlich oben rum, weil ich ja gerade den Weg kenne. Da muss ich einfach nur da durch die Tore und dann die Säulen hoch. Dann sollte ich da sein. So. Warum leuchtet der hier noch so? Ach so, Skelettebeschwör nehme ich. Eispfeil brauche ich nicht. Und wisst ihr was, wenn ich schon mal dabei bin, kann ich auch mal diese ganzen... Ach nee, ich kann da nichts reinlegen. Na egal. Dann eben so. Feuerball, 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 Feuerball. Das ganze Zeug hier brauche ich ja eigentlich nicht. Mir reicht ja eine Rune von jeder Sorte. Feuerregen, Feuersturm habe ich auch mehrfach. Heilung, Licht. Nicht, dass ich jemals benutzen würde. Teleporter. Naja... Sicher ist sicher. Ups, ne, Eispfeil. Aber den habe ich ja eben mehrfach. Gut, damit hätte ich hier schon mal ein bisschen aufgeräumt. Ja, den ganzen Rest lasse ich mal. Was haben wir denn hier? Ein Tempelwächter. Yay! Na, komm schon. Na, komm schon. Nicht ständig. Meine Güte, was für ein Krampf. Und wie viele Lebenspunkte ich jetzt verloren habe? 360. 290, 220, 160, 90, 20. Ne, 10 sogar nur. Ich habe mich verrechnet. Na dann, eine Schüssel Reis. So. Gegen den ekligen Heiltrankgeschmack. Ich
weiß ja nicht, wie die Heiltränke so schmecken. Keine Ahnung. Ach komm, wisst ihr was? Ich werde hier eh nicht mehr leveln, ist mir jetzt egal. Macht doch, was ihr wollt. Ich kletter jetzt da hoch. Na, geht das so? Nee, da geht das. Oder? Komm schon. Da hoch. Fein. Jetzt da rüber. Ja, und jetzt kriegt ihr mich schon nicht mehr. Haha. Tschüss. Da ist der Nächste. Ja gut, dann muss ich mich wohl hier wieder heilen, bevor ich mich in den Nächsten anlege. Also ich muss die jetzt nicht aus dem Weg räumen. Ich komme hier eh nicht mehr zurück. Wobei ich natürlich schon versuche, hier nicht den Tempel voller Gegner hinter mir zu haben, die mir folgen vor allem. Das finde ich blöd. Uah, das sind zwei. Falls uns halt eben genau sowas passieren wird nachher. Gut, dann locke ich die mal hier hin. Da sollte immer nur einer angreifen können. Ja! Sehr schön. Nächster bitte. Oh, block doch nicht so viel. Ah. Ich glaube, ich lerne jetzt kurz vor Spielende noch, wenn man richtig spielt. Nämlich hier mit blocken, bis der Gegner zuschlägt und dann zurückschlagen. Das hat gerade relativ gut funktioniert. Und weil es so war, speichere ich jetzt gerade nochmal. Ja. Wie schön, dass man auch hier kurz vorm Ende noch was Neues lernt. In diesem Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, gibt es hier neue Gegner in dem Bereich? Also so verglichen mit, als ich gegangen bin. Sieht aber gerade nicht so aus. Da drin auch keiner? Nö. Ich höre irgendwas. Aber das könnte einfach die Musik sein. Da drüben ist nix. Ich glaube, ich muss einfach hier lang. Oder ist hier noch was? Nee, ne? Nee. Da ist nichts mehr. Bin mir gerade nicht ganz sicher, wo ich hin muss. Aber ich meine, es war hier. Ja, genau. Ich glaube, es war hier. Und dann durch die Tore, die ich mal geöffnet habe, durch. Am hinteren Teil der Mauer. Und dann müsste da. Ne, hier war es nicht. Das nächste dann. Und da müsste dann relativ bald auch schon der Ork-Schamane kommen, den ich letztes Mal nicht besiegen konnte. Ja, genau hier. Genau hier ist es. Da vorne ist die Brücke. Yep. Und genau da ist der Typ, den ich nicht besiegen konnte. Sind hier irgendwelche Viecher, die mir in den Rücken fallen? Nein. Dann nehme ich mal hier wieder den Bogen. Um vorgewarnt zu werden, rechtzeitig, wenn ich mich ihm nähere. Ich habe jetzt leider nicht den sechsten Kreis der Magie, das heißt, ich kann die Todeswelle. Achso, nee, die habe ich ja gar nicht. Nein, richtig, die Todeswelle ist das, was ich gekriegt hätte, wenn ich die Rune aus Uriziert hätte entfernen lassen. Und dafür hätte ich den sechsten Kreis gebraucht. Habe ich aber nicht. Bin Kämpfer, der Magie kann, statt andersrum. Ich sollte ihn vielleicht mal ansprechen, ne? Hey. Nee, okay. Will nicht reden. Warum will er auch nicht? Der will auch nicht kämpfen. Plus 10.000. So viel zu, ich steige keine Stufe mehr auf. Todeshauch. Schabernack. Habe ich nicht so einen Teil schon? Weltenspalter, Zeitenklinge, Lichtbringer, Dämonenstreich und Bannklinge, okay. Ah nee, das Schabernack ist deren Waffe. Und das hier hinten ist irgend so ein anderes Teil, ne? Das Schabernack war doch hier irgendwie deren. Also deren, mit deren meine ich diese Ork-Schamanen. War das nicht hier irgendwo? Schabernack, genau, Krachtnack. Krachtnack, Schabernack, Schabernack, Krachtnack, Krachtnack, okay. Das sind dann deren Waffen, die sie ausgerüstet hatten. Keine Ahnung, warum die so komisch heißen. Wahrscheinlich, weil sie von Orks benannt wurden.
könnte rechts rum, ich könnte links rum. Ich gehe mal links rum. Werfe von hier oben noch einen letzten Blick. So viel dazu. Wen haben wir denn hier? Templer! Guten Tag, der Herr. Ein apokalyptischer Templer. Boah, geben die viel Erfahrung. Er hat natürlich, wie man das so tut, seinen Sumpfkraut dabei. Und ja, ich vergaß, mit Urizia sind die Leute ja direkt tot. Ich wollte den gerade zu Tode stechen, damit er mir nicht in den Rücken fällt. Aber nein, brauche ich ja gar nicht. Urizia ist da erbarmungslos. Und das, liebe Freunde, ist ein Minecrawler an der Wand. Weißt du was? Das Schwert ist mir egal. Aber nicht, was du dabei hast. Das könnte ein Heiltrank sein. Ja, ein Heiltrank und Wurzelsuppe. Ich meine, Wurzelsuppe, keine Ahnung, brauche ich nicht. Nehme ich mal mit. Ich meine, das ganze Essenszeug brauche ich jetzt nicht mehr wirklich. Da sind 5 Steine im Boden. Ich schätze mal, da müssen diese 5 Klingen rein. Ich sagte, diese 5 Klingen rein. Okay. Dann hat er die wohl gerade reingesteckt. Ich dachte, die bleiben drin stecken. Nö, tun sie nicht. Okay. Vielleicht auch ein Bug, keine Ahnung. Aber ihr seht, es funktioniert. Ich stecke die Klinge rein. Ich kann sie nicht wieder rausziehen. Aber sobald ich loslasse, verschwindet sie wieder. Das ist ein bisschen schade. Aber hey, für ein Spiel dieses Alters. stellt euch einfach vor, diese 5 Klingen stecken hier drin. Hier ist nichts mehr, ne? Nee. Wow, das sieht schon mächtig aus. Xadas, altes Haus, was machst du denn hier? Das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Und bis dahin. Tschüss.